So, da bin ich wieder ziemlich zerstruppelt. Meine Haare sind noch relativ nass. Ich glaube, ich muss sie doch mal föhnen. Wir haben jetzt mittlerweile 10 vor 1 und ich bin wieder wach. Bin zwar, ich merke schon im Körper so, vor allem meinen Rücken, dass ich Rückenschmerzen habe, aber ich bin relativ wach. Ja. Ich habe jetzt schon meine Jeans an und habe da drunter so ein Oberteil an, was ich dann in Rom tragen werde. Aber da mir im Flugzeug immer sehr kalt wird, habe ich diesen Pulli hier von Victoria's Secret noch drüber angezogen und den kann ich dann auch, was weiß ich, wenn mir nachts kalt werden sollte oder auf dem Rückflug, dann werde ich den anziehen. Genau. Dann zeige ich euch kurz mal, was ich gepackt habe. Es ist tatsächlich echt überhaupt gar nicht viel. Also einmal werde ich mir diese Jacke mitnehmen. Da habe ich mich jetzt für entschieden. Einfach für, ja, weil wir sind ja früh morgens wahrscheinlich schon draußen oder abends, wenn die Sonne schon untergegangen ist, dass ich einfach ein Jäckchen, eine Jacke mitnehme und werde mir aber einen dickeren Schal mitnehmen, weil ich nicht weiß, ob mir mit der Jacke dann, wenn die Sonne untergegangen ist, kalt wird, weil ich habe es jetzt hier in Deutschland, ist es ja tatsächlich so die letzten Tage sehr, sehr warm gewesen, aber sobald man im Schatten ist oder sobald wirklich die Sonne untergegangen ist, dann wird es doch schon mal frischer und wenn wir dann da noch ein paar Stunden unterwegs sind oder so und ich vielleicht nur, ich habe halt teilweise auch nur ein T-Shirt zum Beispiel mitgenommen, wo ich dann die Jacke nur drüber anziehe, deswegen und auch halt für einen Flug. Das ist für mich essentiell notwendig, sonst seh ich mich schon mit der Mandelentzündung. Ja, dann mein Reisepass, dann habe ich Tempos, was zu trinken, allerdings nicht wirklich voll gemacht, einfach für die Autofahrt und das werde ich dann auch im Auto liegen lassen. Im Auto habe ich glaube ich auch noch Getränke, ich bin mir gar nicht sicher, weil wir müssen es ja dann sowieso abgeben. Dann habe ich hier mein Kleingeld reingemacht. Ich werde mein Portemonnaie nicht mitnehmen. Ich habe da immer Schiss, dass ich den irgendwie verliere, dass der geklaut wird. Wobei mir sowas noch nie passiert ist tatsächlich. Aber ich habe auch nie Lust, irgendwie großartig was in meine Tasche reinzustopfen, wenn ich so unterwegs bin. Ich werde halt trotzdem meine große Gesttasche mitnehmen. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit überlegt, ob ich noch eine kleinere Tasche mitnehmen soll, einfach für, wenn wir dort rumlaufen. Aber ich glaube, das ist ganz cool, wenn man so eine größere Tasche mit hat. Erstens, dass ich da auch mal Getränke mitnehmen kann oder wenn wir am Shoppen sind, dass ich da alles dann reintue und nicht noch tausend Sachen mit mir rumschleppen muss. Ich brauche für den Flug auf jeden Fall eine große Tasche, weil ich da dann auch meinen Laptop und den ganzen anderen Krams reinmache. Und wenn man dann später ein bisschen Übergepäck hat, dann kann man auch gerne mal was in die Handtasche reinstecken. Ja, ich will halt. Ich habe halt überlegt, ob ich eine zweite kleine Tasche mitnehme, weil mein Koffer ist relativ leer. Aber ich weiß halt nicht, wie viel ich dort einkaufe oder was ich dort finde, weil ich suche ja eigentlich eine schöne Handtasche in Rosa und auch schöne Sneakers in Rosa. Deswegen ich lasse es einfach und nehme dann halt eben die Tasche dann die 3 Tage mit. Dennoch habe ich Geld umgefüllt, also einmal mein Kleingeld und dann habe ich hier noch meine, keine Ahnung, Karten, Ausweise, Scheine und so weiter habe ich alles hier reingemacht. Dann habe ich Autoschlüssel, dann meine Tasche. In meiner Tasche befindet sich gerade tatsächlich gar nichts außer ein paar Bonbons. Die ist noch komplett leer. Und dann werde ich das hier auch in meine Tasche tun, damit nicht alles immer rumfliegt. Da habe ich sowas mitgenommen, wie jetzt eben, das habe ich euch im Haul gezeigt gehabt, dieses feuchte Toilettenpapier. Dann habe ich zweimal Aspirin, Bonbons, mein Labellino. Dann nochmal die, das sind diese Mentos, das ist Kaugummi, da sind aber gar nicht mehr viel drin. Ich sollte mal welche nachfüllen. Dann eine Haarspange, dann ein bisschen Schmuck, einmal ein Armband, meine Uhr. Okay. Die ist nicht kaputt, ich muss das nur wieder einfädeln. Dann habe ich Kopfhörer zum Schneiden und dann habe ich jede Menge Haargummis hier noch drin, meine Speicherkarte. That's all. Und dann mache ich hier noch rein Akkugerät für Laptop, Akkugerät fürs Handy und Akkugerät für die Vlogging-Kamera. Und das ist eigentlich das, was in die Tasche reinkommt und dann halt eben noch mein Laptop. Das war's. Mehr kommt da nicht rein. Und dann gepackt habe ich gar nichts Besonderes, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe hier gerade 50.000 Outfits angezogen und es hat irgendwie, hat mir nichts gefallen und keine Ahnung. Also die Outfits an sich werdet ihr ja dann auf den Fotos sehen, aber ist wirklich nichts Besonderes. Ich habe mich komplett auf Jeanshosen beschränkt. Dann, ich habe mein Levi's-T-Shirt einmal mitgenommen und einmal so ein Zara-Blusen-Oberteil, so ein bisschen luftiger. Und dann das, was ich jetzt eben hier drunter habe. Sonnenbrille nehme ich noch mit. Unterwäsche habe ich hier. Ah, Socken muss ich noch einpacken. Okay, gut. Habe ich hier meine Zahnbürste, Kamm. Dann habe ich hier so ein paar Kleinigkeiten. Zeige ich euch gerade mal. Und zwar einmal Zahnpasta. Dann von BB das zum Gesicht waschen. Das hier zum Duschen.
Dann habe ich hier Gesichtscreme, beziehungsweise ich habe keine richtige Gesichtscreme dabei, weil ich ganz oft einfach nur das Serum benutze und dann passt es schon. Dann habe ich hier Tabletten, dann habe ich hier dieses Abschminkzeugs von Garnier abgefüllt. Man sieht es schon, das ist dieses ölfreie 2-in-1-Geschichte. Dann habe ich hier meine Kontaktlinsen. Brille werde ich wahrscheinlich erstmal anlassen, weil ich hatte den ganzen Tag Kontaktlinsen an und deswegen tun mir mittlerweile meine Augen ziemlich weh. Die Kontaktlinsenflüssigkeit hole ich auch noch gleich, die kommt auch noch hier rein. Und das ist Rosenwasser. Genau. So, das sind diese Kontaktlinsenflüssigkeiten, die ich dann nämlich eben auch direkt dort wegschmeißen kann. Und dann hoffe ich, dass das Ganze jetzt nicht platzt. Dann habe ich hier einmal meinen Deo-Stick, meine Wattepads und dann noch dieses Köfferchen. Das zeige ich euch mal. Da ist eigentlich nur meine Schminke drin. Und zwar nehme ich einmal MAC Fix Plus mit. Es ist eigentlich total bescheuert, weil es so groß ist. Es sind genau 100 Milliliter. Da ist auch nicht mehr viel drin. Aber ich brauche es einfach. Ich brauche es einfach. Ich habe immer wirklich, wenn ich dann mein Gesicht abgepudert habe, sieht es immer so bescheuert aus. Deswegen brauche ich das. Dann habe ich mich für diese Foundation entschieden. Meine Lieblingsfoundation, ja. Dann das hier sind nur ein paar Pinsel. Ich glaube, ich habe insgesamt, wie viel habe ich denn? 1, 2, 3, 4, 5 Pinsel habe ich mitgenommen. Dann nehme ich das hier mit von Smashbox, einfach, dass ich so ein bisschen einen Primer habe. Dann habe ich hier den Silly Sponge anstatt Beauty Blender, das hat echt was zu heißen. Dann habe ich hier den Hoola. Dann von Catrice Prep and Prime, das ist einfach so dieses lose weiße Puder, um einfach zu setten. Dann für meine Augenbrauen von Benefit das Augenbrauenpuder. Das hier ist von Catrice, das Glow, wie heißt es denn nochmal? High Glow, genau, zum Highlighten. Habe jetzt extra keinen teuren mitgenommen. Ich habe immer Angst, dass die Produkte vielleicht doch irgendwie kaputt gehen. Und von Love habe ich mich dann für den Blush entschieden. Genau, das ist das, was hier drin ist. Und dann hier in der letzten Tasche habe ich mit dabei meine beiden Mascaras. Warum zwei? Weil die einfach oben genial aussehen und für unten brauche ich immer eine wasserfeste Mascara. Das ist bei mir ganz wichtig, sonst kriege ich direkt solche Augenringe unten. Das sieht so schlimm aus, egal bei welcher Mascara, egal wie teuer oder wie günstig. Ich brauche immer eine wasserfeste. Dann brauche ich mein Augenbrauengel. Ganz wichtig. Dann habe ich mich tatsächlich für zwei Lippenprodukte nur entschieden. Und zwar einmal für MAC Velvet Teddy und dann einmal diesen Gloss noch von NYX in der Farbe 101 aus der Serie Mega Shine Lip Gloss. Genau, ich nehme nur die zwei Produkte mit, weil ich gehe davon aus, dass ich Lippenprodukte dort kaufe. Und wenn nicht, auch nicht schlimm. Dann ganz wichtig, meine zwei Cover Stick, meine Concealer von Maybelline Yarda. Einmal die 23 und einmal die 22. Dann von Catrice die Camouflage. Da sind noch ein paar Reste drin, die werde ich wahrscheinlich auch dort dann entsorgen, weil es einfach wirklich so gut wie leer ist. Und Augenbrauenstift von Anastasia Beverly Hills. Dann noch so ein paar Q-Tips, falls irgendwas schieflaufen sollte. Und das war's. Also es ist wirklich nur Foundation, Contour, bisschen Baking, Augenbrauen, Highlighter, Lippen und Mascara. Das war's. Also ich habe auch keinen Lidschatten mitgenommen, kein Eyeliner, Schnickschnack. Das habe ich alles nicht mitgenommen, weil ich möchte da einfach natürlich rumlaufen und nicht zugekleistert. Genau, das war's eigentlich schon gewesen. Also wirklich nicht viel und trotzdem ist die Tasche voll. Richtig bescheuert eigentlich. Ich dachte, es wäre nicht so viel. Aber nun gut. Und das war es eigentlich schon gewesen. Mehr habe ich nicht vor, mitzunehmen. Genau. Und ja, ihr seht ja, ich habe hier dann auch auf jeden Fall noch ein bisschen Platz. Ein paar Sachen werden ja dann auch hier dort bleiben. Und deswegen, da passt auf jeden Fall hier noch was rein. Und hier eigentlich auch. Also da passt noch ordentlich was rein. Ich habe hier noch ein Schlafshirt mitgenommen. Also hier könnte ich noch locker zwei, drei Pullis hinmachen. Also das ist noch genug Platz. Und die Tasche ist vor allen Dingen auch komplett leer. Wie man sieht, die klappt schon in sich zusammen. Klar, da kommt das noch rein und der Schal. Aber im Prinzip, falls ich dort irgendwie einkaufen sollte, irgendwie was finden sollte, ja, klappt es auf jeden Fall dann mit dem Rückflug. Es sind auch 10 Kilo erlaubt. Ich habe jetzt meinen Koffer nicht gewogen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der über 4 Kilo wiegt. Da ist nichts drin, wirklich. So, Socken brauche ich noch und dann bin ich fertig. Ein Video ist jetzt gerade
abgespeichert, lädt jetzt gerade in YouTube hoch. Das nächste rendert gerade, also dass ich überhaupt anfangen kann zu schneiden. Und ich hoffe, dass ich einfach noch wach bleibe, dass ich noch den DM-Holz schneiden kann. Weil wenn ich jetzt einschlafe um 1 Uhr und in 2 Stunden wieder aufstehe, das ist absolut sinnfrei. Ich werde danach mich wie überfahren fühlen, auf gut Deutsch. Deswegen, das bringt eigentlich überhaupt gar nichts. Deswegen versuche ich einfach, wach zu bleiben. Versuch's einfach, mal gucken, ob es klappt. We will see. Und dann würde ich sagen, ich melde mich wieder, wenn es irgendwas Neues gibt. Aber das war jetzt erstmal so mein kleines Koffer-Update. Ich bin gerade im Überlegen. Ist halt immer so blöd, wenn man nur mit Handgepäck reist, so Sachen wie Parfüm oder Bodysprays oder sowas mitzunehmen. Ist halt total ätzend. Deswegen, glaube ich, lasse ich das einfach alles. Obwohl ich total Lust hätte, den neuen Shireen-Duft mitzunehmen. Ich glaube, ich sprühe einfach mal meinen Koffer mit Shireen-Duft ein und dann wird alles danach riechen. Das riecht echt richtig genial. Der Duft ist mega. So, ja, wie gesagt, ich melde mich später wieder bei euch. Ciao, ciao. So, da melde ich mich mal wieder. Wir haben jetzt 3.30 Uhr. Ich bin ein paar Minuten zu spät, aber ich habe auch Bescheid gesagt, weil wir müssen bei meiner Mama erst um 54 sein. Ich habe meiner Schwester schon gesagt, die soll mal 10 Minuten später kommen, weil wir haben einen Fahrtweg von 3-4 Minuten. Weil ich habe jetzt wirklich, ich stehe hier, also zum Beweis, mein Koffer, der Müllsack und dort hinten ist mein Laptop und jetzt ist es fertig. Perfekt. Es hat wirklich auf die letzte Sekunde jetzt gedauert. Ich wollte nicht, dass ich jetzt umsonst extra den DM-Haul geschnitten habe. Ich habe jetzt insgesamt 3 Videos noch geschnitten. Richtig genial. 2 Vlogs kommen. Eins kommt morgen automatisch online. Eins kommt am Sonntag automatisch online. Der DM-Haul ist jetzt automatisch, also der ist jetzt online, beziehungsweise nicht online, aber der ist schon mal verfügbar. Das heißt, ich muss nur in Rom versuchen, irgendwo Internet herzubekommen, dass ich nur die letzten Einstellungen machen kann. Das ist eine Arbeit von, die ich jetzt noch habe. Ich habe da nämlich schon Voreinstellungen gemacht, vielleicht 15 Minuten oder so. Und dann kann ich den, oder das ist der Plan, am Samstag online stellen. Ich hoffe, es funktioniert, dass ich das vom Handy auch vielleicht alles hinbekomme, keine Ahnung. Und jetzt lasse ich von hier aus, von dem Laptop, den lasse ich nämlich hier noch einen Vlog hochladen, den ich auch gerade fertig geschnitten habe. Das heißt, dann habe ich noch einen Vlog, entweder, dass ich Sonntag 2 Stück online stelle, weil das sind ja die 2, die hintereinander kommen sollen, oder sogar schon für Montag, also mega. Ihr merkt schon, ich laber sehr, sehr schnell, weil ich gehe jetzt los. Ja, ich habe übrigens komplett durchgemacht. Ich habe kein Auge zugemacht. Ich habe hier diese Inkontinenzauflage drauf gemacht nochmal. Meine Mäuse habe ich jetzt gerade nochmal gefüttert. Die haben zwar abends so gegen 7, haben die zwar was zu essen bekommen, aber besser zu viel als zu wenig. Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Aber die Melanie, die Tante Melanie, die kommt ja in ein paar Stunden, gölle? Ja. So, und jetzt mache ich mich mal los. Meine Schwester wartet schon und dann holen wir meine Mami ab und dann geht's ab zum Flughafen. Ich friere. Wir sind mittlerweile in Hahn angekommen, haben unser Auto gerade abgestellt. Es ist, keine Ahnung, wie viel Grad waren es gewesen, Maike? 1,5 oder so, gell? Es ist arschkalt. Ich bin froh, dass ich meinen Schal doch mitgenommen habe. Da vorne sind Mama und Schwester. Und wir müssen jetzt noch nicht mal 10 Minuten laufen. Das Auto ist abgestellt, unterdacht. Laufen gerade irgendwelchen anderen noch hinterher. So, dann sind wir hoffentlich gleich da, weil es ist wirklich arschkalt hier. Das ist echt abnormal. Deswegen, ich melde mich gleich wieder. Das kommt bei Übermüdung, Schokolade raus, eine gestörte. Jetzt gehen wir von meinem neuen Koffer an. Ah ja, dein neuer Koffer. Herzlichen Glückwunsch. Habe ich schon 50.000 Mal gezeigt, aber egal. Oh mein Gott, ich bin echt müde. Mhm. So, jetzt gehen wir durch die Sicherheitskontrolle. Jetzt muss ich mich erstmal wieder ausziehen. Die fragen dann immer, was ist das für eine Kamera? Ist das eine Kamera? Was ist das für ein Gerät? Die Vlogging-Kamera, Laptop. Ich muss mich immer da komplett, das dauert ewig schon 3 Tage bei mir. Aber die Kontrolle, deswegen gehen wir jetzt schon mal los. Und jetzt haben wir 5.50 Uhr und in 40 Minuten schließt das Gate. Deswegen gehen wir mal los. Es ist sowieso winzig klein hier, deswegen mehr als genug Zeit. So, wir machen uns mal los. So, jetzt sind wir auf dem Weg zum Flieger. Ja, Frankfurt Hahn ist halt ziemlich, ziemlich klein. Was ganz anderes als bei uns hier in Frankfurt. Ja, kann man einfach hierher laufen. Da ist Sister, da ist Mami.
hier ist meine Wenigkeit. Ich sehe immer noch total fertig aus. Ich versuche jetzt mal vielleicht ein bisschen zu schlafen. So, wir müssen nach hinten, weil wir sitzen ja leider Gottes ganz hinten. Komm, Mutter, komm. Ja, Maike, mach mal ein Foto. Ja, komm hier. Ich muss direkt, oh Gott, meine Mutter ist noch schlimmer als wir mit Fotos. Das wird einfach nur eine Foto, es wird ein Fotourlaub, ganz ehrlich. Richtig schlimm. So, jetzt gehen wir ran. Hey, wenn es um den Start und die Landung geht, gell? Katastrophe. Oh Mann. Jetzt geht's los.